Thema Süchte, hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Ich möchte euch mal kurz was vorlesen, habe ich heute, gestern auf Facebook gesehen, weil es ja doch wichtig ist. Weil jetzt ja viel hochkommen wird, die nächsten Tage, Wochen. Was ist Sucht? Sucht ist vieles, aber im Kern ist sie eine Flucht vor unangenehmen oder sogar scheinbar unerträglichen Gedanken, Gefühlen oder Empfindungen im Körper. Es ist eine Flucht vor dem Leben. Es ist eine Suche nach Liebe an all den falschen Orten. Es ist die Unfähigkeit, mit unseren Schmerzen zu leben. Es ist der Versuch, sich in Sicherheit zu bringen, indem man Dinge benutzt und tut, die eigentlich überhaupt nicht sicher sind. Es ist ein Versuch, aus dem gegenwärtigen Moment heraus und in einen anderen hineinzukommen. Es ist ein Versuch, aus diesem Körper herauszukommen und in eine andere Version von ihm hineinzukommen. Oder besser gesagt, es ist ein Versuch, unsere Stimmung, unsere Gefühle, unsere Erfahrungen zu verändern, indem wir etwas Äußeres benutzen, uns auf etwas außerhalb von uns selbst verlassen. Eine Substanz, eine Person, eine Idee, es spielt keine Rolle. Alles, um nicht zu fühlen, was wir fühlen. Alles, um uns nicht dem zu stellen, was wir wissen, was wir uns stellen müssen, dass wir uns stellen müssen. Und wir werden von dem verfolgt, von dem wir wissen, dass uns ihm schließlich stellen müssen. Ja, Sucht ist die Erfahrung, verfolgt, gehetzt, gejagt zu werden. Der Text geht ein bisschen weiter. Ihr könnt es euch gerne durchlesen bei mir auf der Seite. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich selbst, ja, von Alkohol, Drogen, Arbeit, ja, Essen, alles kann eine Sucht sein. Ich habe mich auch die letzten Jahre dem gestellt und ich kann es euch nur empfehlen. Ich fühle mich viel, viel besser und ja, bin gespannt, was ihr so erzählen werdet und was ihr so für Erfahrungen macht, weil den einen oder anderen werde ich ja bestimmt noch mal treffen. Irgendwann. Und ja, es bleibt spannend. Ich werde hier bestimmt gleich nochmal was einblenden. Wir hatten es auch eben von, oder ich hatte vorhin, wir hatten es eben von Soldaten, also von der Bundeswehr. Ich habe natürlich ganz viele, weil, genau, was denkt ihr eigentlich? Habe ich die letzten 10 Jahre gemacht. Ja? Ich meine, es kommt im Bund der Hund. In der Biografie werde ich das noch detailliert erzählen. Aber die Menschen unterschätzen mich, unterschätzen generell, was da die Freiheitskämpfer da draußen so getan haben die letzten Jahre. Ich spreche jetzt einfach mal für alle, hauptsächlich jetzt aber für mich. Ja? Das. Während ihr auf der Arbeit wart, habe ich und viele, viele andere da draußen Vollzeit, sogar mit Überstunden, uns vernetzt, uns gute Konzepte ausgedacht, ein neues Schulsystem auf die Beine zu stellen. Ja. Ricardo Leppe, den habe ich leider nicht kennengelernt in der Zeit, aber ein klasse Typ, ja, der macht sein Ding gerade sehr gut. Ja, ich drücke ihm die Daumen, dass er damit gut vorankommt. Ja, ich hoffe, ihn auch bald mal kennenlernen zu dürfen, ja, weil ich kann ihm wahrscheinlich auch in einer gewissen Art und Weise helfen. Und ja, 10 Jahre Vollzeit, während ihr eure Beziehung zur Stechuhr aufgebaut habt, war ich draußen auf der Straße und habe mich vernetzt. So, manche sagen zu mir, dass ich der vernetzteste Mensch in Europa bin. So, und jetzt kommt ihr, voller Ängste, voller Süchte und
und tut mich manchmal sogar als Spinne titulieren. Das ist respektlos. Wie so einiges, was hier so abläuft. Ja, ich kann euch Bücher und Lieder schreiben darüber. Ja, das werde ich aber irgendwann mal an einem anderen Tag machen. Respektlosigkeit ist echt, ja, was Schlimmes in meinen Augen. Ja. Respekt zu haben ist so wichtig. Und wenn man das verloren hat, dann ja, ist so ein Grundbaustein weg. Naja. Wie ihr seht, hat sich gerade eine Wolke vor die Sonne geschoben. Etwas dunkler geworden. Ich sehe jetzt auch gerade, dass ich schon 17 Minuten rede. Es hat lange nicht gelangt, um alles hier anzusprechen, was ich ansprechen wollte. Wie gesagt, ich werde nochmal ein, zwei Bilderchen einblenden. Und vielleicht noch das Video von dem Hund. Wahrscheinlich habe ich schon eingeblendet und ich hoffe, ihr fandet es lustig. Rico, sit, sit. Wie macht der Adolf? Wie macht der Adolf? Wie macht der Adolf? Rico, wie macht der Adolf? Thema, ja, blasiert, ja, kann man sagen, das ist eine Hochnäsigkeit oder herablassend, eine arrogante Art. Das ist ein altdeutsches Wort, blasiert. Ja, kann man auf die neureiche Generation, so die dritte Generation kann man sagen, oder auf den Adel im Allgemeinen sagen, ja, weil die denken natürlich, die sind hier was Besseres. Da sind wir auch wieder beim Kommerz. Ich werde euch echt viele Informationen geben. Mal schauen, ob ihr sie überhaupt anschaut. Bin echt gespannt. Dann Themenklau werde ich auch irgendwann wieder ansprechen. Auf die Rocker kam ich jetzt gar nicht zu sprechen. Aber Themenklau, ja, wie viele machen das? Ja, das bedeutet, jemand stellt mir eine Frage, dann antworte ich drauf und ich habe noch nicht mal den Satz beendet und schon fängt mein Gegenüber an, über dieses Thema zu sprechen. Also eigentlich interessiert den gar nicht das, was ich ihm sagen möchte oder meine Antwort, sondern er benutzt seine selbstgestellte Frage, um selbst darauf zu antworten. Er möchte sich selbst mitteilen. Ja, das passiert auch so oft. Ich weiß nicht, habt ihr das auch schon mal beobachten können? Also ich bin gespannt, was ihr erzählt. Ja, Thema Ängste ja sowieso. Ja, wie geht ihr damit um? Auf Facebook ja, teilen sich ja auch einige mit. Und ich kann das auch fühlen. Ja, ist ja auch klar, in so einer Zeit, wie wir heute leben, ist Thema Angst natürlich wichtig und ist im Vordergrund gerade gerückt. Ja? Aber nur, wenn wir uns die anschauen, können wir das heilen, das bearbeiten, das angehen. Wer es nicht tut, wird wahrscheinlich eine schmerzhafte Erfahrung machen. Aber auch das gehört dazu. So, ich mache hier mal einen Punkt. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt und wie gesagt, ich überlege mir mal, ob ich die nächsten Tage ein Testbild einblende oder weiter Videos mache. Wir werden sehen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.